Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 2. So, jetzt müssen wir mal das Mikrofon noch so ein bisschen arrangen und dann sollten wir das ganz gut hinkriegen. So, wir haben in den letzten Folgen wieder viel in Gewerbe und alles investiert. Aber was ich jetzt gerade gelesen habe, angeblich haben wir nicht genug Wasser. Die Wasser, aber schaut doch alles gut aus. Wir sind doch noch im grünen Bereich. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Das Gebiet hier vorne schaut auch nicht wirklich hier so belebt aus. Haus von verschiedenen Pult, Arbeitgeber gefunden. Und der ist wo? Der ist reich und arbeitet auf den Feldern. Aha, auch spannend. Ich gratuliere für Sie. Das ist hier immer noch Mangel an hoher Qualifikation. Mal gucken, schlecht ausgebildet, 14 von 14 ausgebildet, 0 von 7. Ich glaube, das wird sich Stück für Stück aktuell auflösen anfangen. Nachdem wir ja immer mehr am System arbeiten. Ganz ehrlich, ich mag diese ganzen... Hier sind mir viel zu viele Fußgängerwege aktuell, die viel zu viele Probleme machen. In der Hauptstraße gibt es sowas nicht. Fertig aus. Fertig aus. Stellen wir die Zeit wieder ein bisschen vor. Ich würde trotzdem gerne noch irgendwie den internationalen Flughafen unterbringen. Ich bin mir aber noch ehrlich gesagt nicht sicher, wo wir den unterbringen können. Und die Luftverschmutzung, das ist wahrscheinlich immer noch die Gebiete da vorne, ne? Yep. Das wird sich aber, glaube ich, hoffe ich, mit der Zeit jetzt auflösen. Oder seid es jetzt mittlerweile nur noch ihr? Dann verschieben wir euch halt hier runter. In die Hafenanlage machen wir hier die Abwurfteile hin. Kann ich die hier rein? Das wäre cool, wenn man es einfach hier hinsetzen könnte. Kann man sogar, cool. Zack. Und zack. Fließt jetzt dann los? Yes. Wenn für einer fließt schon mal. Zweite fließt auch schon. Dann schalten wir die hier hinten im Gebiet ab. Waren nur 4, wir haben jetzt auf 6 erhöht. Dann schauen wir unterirdisch und reißen. Verbindung hier auch nochmal ab. Dann sollte der Smog hier dann auch langsam vergehen, weil jetzt alles hier unten abläuft. Hier sollte man ja hier dann jetzt ganz gut sehen können, wie wir auf Wasserverschmutzung gehen, oder? Wasserverschmutzung, genau. Jetzt sieht man, dass wir hier voll den Druck rausgeben an Wasser. Hier sehen wir eh, dass wir eine Hochgeschwindigkeits... Wasser haben. Bedeutet, oh, man sieht sogar richtig gut... Wie sich das jetzt hier weiterschiebt. Erstaunlich ist das hier noch. Diese Bildungen. Das ist wahrscheinlich so Wasser, was sich staut, oder? Das bedeutet, man sieht auch, wie nachher das Wasser hier Stück für Stück sozusagen das Ganze... Oh, hier wird es sich negieren. Hier wird immer nur ekliges Wasser sein. Ich sehe schon. Hier wird nur ekliges Wasser sein. Oh, ich sehe schon. Die Wasserpumpen sind hier oben. Wie schaut es mit der Luftverschmutzung aus? Ja, die löst sich jetzt auch auf. Wird es auch noch eine Zeit dauern, bis die sich komplett... Sieht man auch irgendwann, wann die sich bewegt? Scheint nicht so, ne? Aber die wird wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis die sich komplett auflöst in dem Fall. Aber dann sollten die hier auch wieder happy sein.
Hey, ich sehe den Balken zum ersten Mal seit langer Zeit, diesen geringe, dichte Balken. Erstaunlich, dass der existiert. Hey, auch schon? Wie schaut es mit meinem geringen Schulsystem aus? Bildung. Hier sind wir schon wieder an der Grenze. Ich würde hier hinten nochmal an die Straße eine Schule setzen. So. Die kriegt sogar noch eine Erweiterung. So. Schauen wir, wie schnell die mehr Besucher bekommen. Die hat schon 11 Schüler. Gerade erst eröffnet und schon instant 11 Schüler. Schauen wir, wie schnell es wächst. Oh, schon 15, 18. Schicke Sache. Okay, man soll überlegen, allein in diesem Gebiet wohnen so viele. Hier müsste man eigentlich auch nochmal eine extra Schule irgendwo einbringen. Ah, das ist der große Damm, ne? Yes, das ist der große Damm. Also die Tornados, die machen irgendwie mir so absolut null Schiss. Das ist immer noch eine der lustigsten Sachen, finde ich. Ich will mir überlegen, ob ich irgendwie hier das noch ein bisschen begradigen kann. Ich würde es auf jeden Fall auf der Seite gerne noch das Schulgebäude hinsetzen. Auf jeden Fall auf der Seite alles ein bisschen ebenen anfangen. So, okay. Wir tun jetzt hier einfach nochmal das Wasser ein bisschen umleiten anfangen. Gleichen. Pinselgröße ein bisschen. Reduzieren. Sehen wir das jetzt im Wasserding? Ey, auch doch mal hier so. Dann siehst du, wie das hier reinfließt und dann hier wieder rauskommt. Aber mit Highspeed geht der hier durch. Und man sieht auch, wie sich das schon hier alles verdrückt hat. Ich bin erstaunt, dass hier sich das noch nicht weiter verbreitet hat. Aber das werden wir über die Zeit gleich am besten sehen, was passiert. Das sieht man wahrscheinlich am besten über die Zeit. Oh, jetzt bist du nicht mehr... Warum bist denn du jetzt nicht mehr angeschlossen? Ich habe doch bei dir gar nichts umgestellt. Ah, da können wir bestimmt mit dem Graben ein bisschen noch was machen, warte. Wir ebnen das Gebiet hier so ein bisschen. Wir machen hier so einen kleinen Senkbereich. Mit einem bisschen erhöhten Ende. Der das Wasser so ein bisschen am Fließen stört. Wie weit kann ich das treiben? Jetzt schauen wir, was passiert. Wie gut er das anzeigen kann. Im alten Spiel hat das immer sehr gut funktioniert, auch von der Ansicht her. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan. Schauen. Die Grafik verschwindet hier in der Hälfte einfach komplett. Schon ein bisschen schade.
platzieren wir wenigstens hier mal noch eine Schule. Straße dran. Dann machen wir hier so eine Biegestraße dran. So. Warum, was ist denn mit euch jetzt los? Abbruchreis. Das Gebäude steht im in der falschen Zone. Hm? Okay. Aber du bist doch ein großes Gebäude. Ah, die Zone haben sie jetzt gerade nochmal verändert. Deswegen, okay. Schade, Mai, aber ist halt so, ne? Ihr werdet relativ schnell auch neue Schüler finden, denke ich mal. Dann sollte sich das ja hier nochmal ein bisschen anpassen, oder? Ja. Ausgebildet sind 30%. Gut ausgebildet 12 und 11% sehr gut ausgebildet. Das ist gut. Ungebildet sind es nur noch 12%. Colleges? Ich muss Colleges erhöhen? Ernsthaft? And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Is this its college? You're listening to Second Moon, the station for the culturally sophisticated who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly. Das ist jetzt die Frage, wo setzen wir das am besten hin? My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite detail, modesty demands that I prevaricate against the title of liberty of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Though I do thank you for the honor, but I digest. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear too what speaks to the anguish of my lonely. Setzen wir das mal eher näher an die Schule ran und verbinden das mit der unterirdischen Trasse. Leave that to those poet chaps. Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest. This just in from traffic. If you're thinking about getting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Oh, neues Level, nice. Fachhochschulenbibliothek setzen wir hin und gleich den Ausbau. Das ist gar nicht schlecht. Gut, dann können wir jetzt noch mal ein paar Punkte ausgeben. Das machen wir denn Schönes. Satellitenverbindung. Kaufen wir das mal einfach, weil es puckig ist. Industriemüllverwertung. Lass es mal. Seuchenschutz für Gesundheitsinstitutionen. Es gibt schon. Sie untersucht Möglichkeit leben. Mhm. Ja, mal ist alles freigeschaltet. Die haben auch alles freigeschaltet. Wasseraufbereitung wäre natürlich auch was Spannendes noch. Ich nehme noch das moderne Parkhaus, weil da habe ich einen guten Platz noch für. Da
Wüstelse ist gar nicht so wirklich genutzt. Alter, was ist denn hier passiert? Kriege ich hier das Parkhaus irgendwo unter? Ich hätte es nicht sonst hier mitten in die Stadt gesetzt. Setzen wir das mal hier hin. Geringe Parkgebühren. Das ist dann schon gar nicht schlecht. Das ist dann schon gar nicht schlecht. Gut, dann aber noch. Da soll der internationale Flughafen hin. Kann ich das alles kaufen? Yes, nice. Aber Leute, ich würde sagen, den internationalen Flughafen, den bauen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.